So, ich habe jetzt mal hier was ganz Einfaches gebaut, so ein kleines, ganz kleines Composing. Das ist hier unser Ausgangsbild. Dann habe ich eine Auswahl dieser Blüten und dieser Blätter. Erstellt ist auch sehr grob, nicht besonders fein gemacht. Das ist auch vollkommen okay so. Das ist für den Zweck absolut ausreichend. Und habe dann einen sogenannten Lens Flare eingebaut. Das sieht so aus. Und ich möchte, dass dieser Flare, dieser Lens Flare hinter den Ästen und Blüten ist. Und deswegen musste ich das hier freistellen und oben drüber legen, damit es eben. Damit also dieser Lensflare nicht vor den Blüten entsteht, sondern es soll auf alle Fälle dahinter entstehen. Den Hintergrund habe ich auch gleich noch ein bisschen abgedunkelt, so sieht das Ganze ein bisschen spannender aus. Ja, finde ich eigentlich ganz okay so.